Have fun, hier ist euer Aborahmen zurück in Genshin Impact. Let's play, wie wir es jetzt so schön sagen. Wir werden jetzt einfach mal hier unsere Story voranbringen und ich bin natürlich nicht alleine da. Mit mir zusammen ist mein Kumpel. Ich. Und wir werden dieses Mal in so einen Mini-Dungeon eintauchen. Und bevor wir das machen, sind wir jetzt hier erstmal nochmal, oder gehen wir noch einmal durch die Menüs. Und wie ihr hier schon unschwer erkennen könnt, gibt es jetzt hier so eine wöchentliche Aktion. Also einmal das einmal im einer Aktion, die einmal im Monat auftaucht, die sogenannte Carpe Diem Aktion. Da müsst ihr einfach einmal pro Tag und das 7 Tage am besten hintereinander, kann aber auch ein etwas größeren Abstand sein, euch einloggen und ihr könnt dann hier diese schönen Sachen abholen. Und ich kann nur sagen, das lohnt sich auf jeden Fall, alleine schon wegen dem Urgestein, weil da kommen nämlich locker 300 zusammen und die 50.000 Mora, die haben auch etwas. Today's no good for going out. Did I say that yesterday as well? So, und jetzt sind wir auch schon hier drin. Versteckte Tränen nennt sich das Ganze. Und wir haben jetzt hier einen normalen, ich sage mal nicht außergewöhnlichen Bereich vor uns. Und müssen hier erstmal die Helichörle erledigen. Da das hier Bogen-Helichörle sind, versuche ich das einfach auch mal zum Beispiel mit Lisa, also mit Fernkampf, oder nachher auch mit Amber. Aber letztendlich ist das nur reines Experimentieren. Schaut euch das Ganze noch einmal an. Come a little closer. Yep. Ha!
Wir lernen hier auch etwas Neues kennen, nämlich den Angriff aus dem Fall. Ist auch eine schöne Sache, vor allen Dingen ist der sehr effektiv. Funktionieren tut das Ganze, indem man von einem höheren Bereich dann einfach Doppelklick mit der linken Maustaste macht. Ja, eigentlich nur einmal. Vielen Dank, Arenos. Nur einmal Klick mit der linken Maustaste und man stürzt hinab. Und einmal landet man weniger Schaden, so wie beschrieben, und man führt auch guten Schaden aus dabei. Lohnt sich.
Up a little. Too early to relax. We're still not done with Storm Terror. Besides, the Fatui could also be planning something. Hey, Diluc. I heard that the Fatui have recently proclaimed you persona non grata. What an honor. Nobody was ever proclaimed persona grata by the Fatui anyway. The Fatui? The diplomatic delegation from Sneznaya? What have they got against Master Diluc? The Fatui are a problem not only for the Knights, they also present a real threat to the whole of Mondstadt. And when it comes to threats against Mondstadt, Diluc is... That's enough, Jean. You Knights are subject to too many restrictions. You can't directly confront this so-called diplomatic scum. Personally, I despise them. If I were to choose between eating a cryo slime alive or joining the Fatui, I'd prefer to be crushed to death by a meteorite. Jeez, your wording is so very dramatic. So, und damit haben wir diese Mission schon abgeschlossen und wir sind wieder raus
Und im nächsten Video geht es dann weiter. Von da wieder ciao, ciao, bis demnächst, euer Avo. Und ich bin ja nie alleine, das wisst ihr, mit mir dabei ist... Immer wieder ich. Sie nannten ihn Arrhenos.